Alter Leute, im heutigen Video gibt es übertrieben krasse Sachen. Ich kann euch zeigen, was im Bunker endlich drin ist und das ist geisteskrank. Ein neuer Marvel-Held ist auf der Insel und der Reißende kann ich euch auch zeigen. Der kommt nämlich auch. So Leute, da sind wir wieder nach einiger Zeit wieder in Fortnite drin. Sorry für die kleine Pause, aber ich bin wieder back in the business. Wir fangen mal an mit dem Itemshop. Was hat sich hier geändert? Wir haben hier gerade diese Skins im Itemshop drin. Wir haben ein paar Superhelden-Skins, ein paar OG-Skins noch am Start. Dann haben wir hier noch ein paar Emotes. Der Adidas F50 Jägerpaket. Also hier bekommen wir eine richtig coole Adidas-Tarnung, wie ich hier finde. Sieht einigermaßen nice aus, muss ich sagen. Und dann gehen wir mal weiter runter. Dann nochmal Adidas Copa Cyclone-Paket. Also Adidas ist hier auf jeden Fall back in house. Und dann haben wir noch ein paar Contrails für das Fahrzeug. Lamborghini ist wieder drin. Für diejenigen, die Lamborghini verpasst haben, ist jetzt eine gute Opportunity. Nick E. ist wieder im Itemshop, beziehungsweise noch immer. Ist ja der letzte neue Icon-Skin gewesen. Ein paar Marvel-Helden, wie wir hier gerade sehen. Dann Hawkeye. Metallica ist natürlich auch noch im Itemshop. Ganz, ganz wichtig. Hier haben wir das goldene Sandpaket von Midas. Dann haben wir hier nochmal ein paar andere Skins. Surfwatch-Paket. Ein paar Sommer-Skins hier am Start, ne? Also Sommer ist auf jeden Fall, steht vor der Tür in Fortnite. Darum geht es ja heute auch im Video. Dann Klick-Spin-Paket haben wir hier endlich bekommen. Das Spin-Paket von Klicks mit der Zündkerzen-Künstlerin. Weiter runter haben wir dann diese Skins hier. Also der Itemshop ist so voll, das ist so krass, ne? Ich kann mich noch erinnern, früher hatten wir ein paar Tabs im Itemshop. Jetzt ist es halt komplett full. Genau, und hier haben wir dann noch ein paar Spitzhacken. Die Jam-Songs, die wir hier alle haben. Noch ein paar Lego-Sachen. Und ja, Mann. Mich würde es mega, mega freuen, Freunde, wenn ihr meinen Creator-Code Sebel verwendet. Vielen, vielen Dank an euren Support und wir gehen rein ins Video. Wir landen jetzt hier, weil anscheinend soll hier ein neuer NPC sein und zwar Magneto. Ich wage dem irgendwie zu bezweifeln. Die Season ist zu 37% fertig und noch 53 Tage sind es, bis die neue Season kommt. Und das Ganze geht am, also die Season geht jetzt bis zum 16. August um 8 Uhr und dann bekommen wir am 16. August gegen mittags die nächste Season. So viel dazu. Dann seit einigen Tagen ist ja die Heavy Sniper im Spiel. Ich denke mal, die habt ihr bestimmt schon gefunden. Ein bisschen die Heavy Sniper habt ihr damit auch schon ein bisschen gespielt. Und so viel zu den neuen Waffen. Sonst hat sich beim Loot Pool nichts geändert im letzten Update. So, mal gucken, ob das jetzt Magneto ist. Ich muss jetzt echt mal gucken, ob das jetzt der ist oder nicht. Weil ich bin mir nicht sicher. Bro, das ist tatsächlich Magneto. Ich habe es irgendwie nicht geglaubt, als ich den Leak gesehen habe. Und ich wollte euch den Leak jetzt auch nicht erzählen, bis ich jetzt hier gelandet bin. Aber er ist da. Tatsächlich ist der Magneto jetzt endlich in der Lobby, beziehungsweise in Fortnite drin. Mal gucken, was er uns verkauft. Schockwellengranaten. Wir können ihn kaufen und frage nach. Okay, ich bin Magneto, der mächtigste aller Mutanten. Mal gucken, was er uns zu sagen hat. Sag mir, was kann ich tun? Auf wessen Seite stehst du? Manche sehen nur deshalb ein Monster in mir, weil ich bin, was ich bin. Ein Mutant. Ja, okay, sie fürchten mich und das aus gutem Grund. Sie halten mich für böse. Jedoch bin ich nur ein Mann. Okay, was fragen wir ihn noch? Magneto. Man kennt mich unter vielen Namen. Max Eisenhardt, Erik Lehnser und Magnus und Magneto. Okay. Jeder Name steht für einen Fehlschlag und eines Tages werde ich über sie Rechenschaft ablegen. Aber heute sind nur meine Taten wirklich von Bedeutung. Taten, die ich in meinem Namen alle Mutanten begehe. Okay, letzte Frage. Hast du etwas Seltsames gesehen? Mehr Seltsames, als du dir überhaupt vorstellen kannst. Doch in letzter Zeit habe ich etwas am Horizont gesehen. Visionen von einem Fremden, von einem nahenden Übel. Und ich bin nicht allein. Dazu kommen wir heute auch noch, Freunde. Aber wir kaufen mal Magneto. Geht das nicht? Hä? Hä, wir können ihn gar nicht kaufen. Doch, wir können ihn kaufen. Okay, Leute, schade. Übrigens gibt es noch drei andere neue NPCs auf der Map. Die blende ich euch mal hier ein. Also was heißt neu? Der Dummy ist jetzt nicht neu, aber der ist halt jetzt bei einem neuen Ort und so weiter und so fort. Genau, also Magneto ist tatsächlich im Spiel drin und heute wird es übel interessant. Ihr müsst heute auf jeden Fall dranbleiben. Sehr, sehr interessantes Video und extrem krasse Leaks, was gerade in Fortnite abgeht. So, dann gibt es ja gerade die Reboot Rally. Ihr wisst ja, wie das Ganze funktioniert. Ihr müsst mit einem Freund einfach spielen, der weniger in einem Monat 2 Stunden Fortnite gespielt hat. Uldo. Und wenn ihr mit dem hier spielt, dann bekommt ihr auch... Okay, ich muss mal kurz aufpassen.
Okay, Bro. Muss mal kurz hier weg. Muss mal kurz hier weg. Oh, da ist nochmal einer. Wartet mal. Eieiei. Jetzt wird es sehr, sehr brenzlig. Ja, auf jeden Fall müsst ihr mit einem Kumpel spielen, der weniger als 2 Stunden in einem Monat Fortnite gespielt hat. Und dann könnt ihr hier mit dem Spielen ein paar Quests erledigen und dann bekommt ihr auch kostenlose Gegenstände, die ich euch hier gerade mal einblende. Genau, die könnt ihr dann ganz normal freischalten für euch in Reboot Rally. Ihr bekommt für 50 Punkte eine Lackierung, für 100 Punkte ein Gleiter, 150 Punkte ein Backbling, 200 Punkte eine Spitzhacke. So, hier geht auf jeden Fall Action ab, Bro. Ich weiß nicht, die sind noch da hinten, ne? Naja, die sind da noch drin, glaube ich. Oder? Ne, die sind weg. Alles klar, okay. Dann kommen wir mal kurz zum neuen Reload-Modus. Wir haben ja diesen neuen Reload-Modus in Fortnite drin. Da gibt es einige alte POIs von früher. Sehr, sehr cooler Modus. Das Ganze funktioniert gerade nur in Teams, aber bald wird das auch in Duo und Trio verfügbar sein. Fortnite arbeitet da gerade dran. Also keine Angst, ihr könnt auch bald den Modus anderweitig zocken. Aber ich muss sagen, der macht unheimlich viel Spaß. Ihr habt ja alte POIs von früher, was auch noch sehr, sehr cool ist. Ihr spielt das ganze Jahr im Team. Und wenn ihr das Ganze im Team spielt, dann habt ihr eine relativ lange Überlebenszeit tatsächlich. Also ihr geht selten down. Ihr geht nur down, wenn ihr, wenn euer ganzes Team down ist, dann geht ihr erst komplett down. Genau, also ihr könnt auch down gehen, solange euer Team überlebt, also einer überlebt noch bei euch, dann werdet ihr irgendwann mal später gerespawnt nach ein paar Sekunden. Das finde ich eigentlich schon echt ganz cool gemacht von Fortnite, dieser Modus. Bockt sich, zockt ihn mit euren Freunden, richtig spaßig. Wir bleiben aber noch beim Modus, denn den gibt es natürlich in Nicht-Bauen und Bauen diesen Modus und es wird weitere Updates geben bei dem Modus, Leute. Also es gibt jetzt bald noch mehr Updates zu diesem Modus. Und die werden auch neue Sachen hinzufügen bei diesem Modus. Der mythische Goldfisch ist auch im Modus drin. Hätte ich nicht gedacht. Der ist auch dabei. Der wurde ja damals rausgenommen und den kann man halt beim Angeln finden. Und dieser Fisch ist extrem selten. Ich habe damals sehr viel geangelt in Fortnite, Livestreams und so gemacht und nie diesen Fisch geangelt, sondern immer nur irgendwelche anderen Fische. Aber der hat wirklich auf sich warten lassen, den habe ich nie bekommen. Dann diese folgenden mythischen Waffen sollen bald verfügbar sein. Skies Greifer, Brutus Minigun, Muskelkaters Gewehr, Kids Schockwellenwerfer und aufladbare Schrotflinte. Und generell soll schon, wie gesagt, der Modus immer wieder geupdatet werden. Ich denke auch, das wird ein Modus sein, der jetzt eigentlich immer drin bleiben wird. Kann ich mir gut vorstellen eigentlich. Damit manche Leute einfach ja dieses OG-Feeling halt haben. Da bin ich mir eigentlich relativ sicher. So, das ist übrigens auch die Sniper hier. Wenn ich sie mal aufnehmen kann. Boah, die ist ganz blöd. Die ist ganz blöd platziert. Ich kann sie nicht nehmen. Ah, weil das Seil da ist. Egal. Dann gibt es ganz kurze interessante Stats zu dem Modus. Und zwar hatte der Modus beim Release über 1 Million Spieler. Und im Vergleich zu Battle Royale, Nullbauen und Competitive zusammengezählt, also die drei zusammengezählt, hatten 550.000 Spieler und der Modus einfach 1 Million. Also ziemlich, ziemlich krass. Und das ist auch ein sehr cooler Modus, den die einfach drin lassen sollen. Jetzt kommen wir mal kurz zu den Map-Änderungen. Was hat sich hier auf der Insel geändert? Das kann ich euch gleich mal hier zeigen. Und zwar können wir auch schon mal zu einem Ort hingehen, nämlich hierhin. 600 Meter ist der Ort entfernt. Ihr werdet schon sehen, was sich dort geändert hat. Der Zug ist noch immer hier im Sand. Und zwar kommt ja bald Fluch der Karibik ins Spiel rein. Und Fortnite hat sich darüber schon Gedanken gemacht und schon einige Dinge ins Spiel reingebracht. Ich zeige es euch jetzt mal kurz. Aber ich sage euch, wie es ist. Zu den krassen Sachen kommen wir noch heute. Also heute ist echt ein geiles Video. Hätte ich nicht gedacht, dass es so cool wird. Mit Nebel umhüllt. Dichter Nebel. Grüße gehen raus an Stani. Dichter Nebel ist da und wir sehen auch hier sehr viele piratische Gegenstände. Piratische Gegenstände, Piratengegenstände hier, wie zum Beispiel ein Schiff und mehr und so weiter und so fort. Das ist einfach eine, ja, Fluch der Karibik-Referenz, da wir ja am 19. Juli den Mini-Event-Pass kriegen mit Jack Sparrow. Und hier blende ich euch auch mal alle Skins ein, die wir bekommen mit dem neuen Update dann. Okay. Lol. Alter, die Pistole ist ja OP. Also alle Skins blende ich euch mal hier ein, die wir bekommen. Und wir bekommen einige Fluch der Karibik Skins. Also nicht nur Jack Sparrow oder so, sondern auch andere Bösewichte. Ist jetzt ja eh eingeblendet. Ich kenne mich mit Fluch der Karibik jetzt nicht so gut aus. Aber ja,
Wie gesagt, ich habe es euch mal eingeblendet. Und dann gibt es noch weitere Sachen, denn die Black Pearl von Fluch der Karibik soll auch ins Spiel reinkommen. Also die ist da jetzt zwar kaputt, aber die kommt dann richtig ins Spiel rein. So eine richtige Black Pearl. Ich habe auch schon die Bilder für euch hier, wie das Ganze aussehen wird. Und genau, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Und ich freue mich darauf, auf die Fluch der Karibik-Kollabo. Finde ich sehr, sehr cool, dass sie bald reinkommen wird. Und wo ist der Typ hin? Ja, der ist irgendwo hier drin, der campt da. Dann machen wir mal weiter. Jetzt kommen wir zu den krassen Sachen. Also, wenn ihr jetzt... Ach so, warte mal, zu den Map-Änderungen wollte ich noch was sagen. Fluch der Karibik ist da, also Gegenstände noch mehr. Dann Muskelkater, sein Haus wurde einfach entfernt von der Insel. Keine Ahnung warum. Wir haben das einfach weggemacht. Und es gibt jetzt noch mehr Iron Man-Aufsteller auf der Insel. Ja, die wurden jetzt noch mehr hinzugefügt. Keine Ahnung warum. Das kann natürlich etwas mit Iron Man zu tun haben oder generell mit Marvel. Jetzt gucken wir mal, ob der Typ da rauskommt. Der kommt aber nicht raus. Und jetzt kommen wir gleich zu den heiß begehrten News. Okay, wo ist der? Was macht der? Okay, ich muss weg. Muss weg. Oh mein Gott. Ich bin fast down, Bro. Oh, Digga. Das war close, Mosey. Das war richtig close, Freunde. Ja. Auf jeden Fall das zu den Map-Änderungen. Und jetzt kommen wir mal zum Bunker. Ey, Leute, das, was ich euch jetzt gleich zeige. Vorbei. Vorbei. Also, der Bunker hat neue Sounds hinzugefügt bekommen. Wenn ihr jetzt zum Bunker hingeht, dann hört ihr neue Sounds. Ich blende die euch mal kurz hier ein. Ihr habt die Sounds jetzt gehört. Ich habe die Sounds jetzt selber gar nicht angehört, sorry. Also ich weiß nicht, wie die sich anhören. Auf jeden Fall sollen die sich anders anhören als davor. Oder generell neue Sachen wurden hinzugefügt. Und das Interessante dabei ist, der Bunker wird bald aufgehen. Der Bunker wird bald aufgehen. Und ich kann euch einfach zeigen, was im Bunker drin ist, Bro. Geisteskrank. Ich zeige euch jetzt gleich, was im Bunker drin ist. Aber nicht nur das, es wird noch krasser kommen. Denn ich zeige euch den Reißenden. Ich zeige euch tatsächlich heute auch den Reißenden, den Magneto angesprochen hat. Okay? So, aber zuerst einmal zum Bunker. Jetzt ratet mal, Leute, was denkt ihr ist in dem Bunker drin? Ich habe ja damals gesagt, es ist eine neue Basis von der I.O. Also ich kann so viel sagen, Basis stimmt, aber nicht I.O. Hoppala. Okay, Bro, korrekt. Es ist eine Basis und die blende ich euch jetzt mal hier ein, Freunde. Das sieht geisteskrank aus. Das soll anscheinend die Magneto-Basis sein. Und so sieht das Ganze dann aus. Der Bunker wird sich öffnen. Und so sieht das aus. Sag mal, wie krass ist das? Oder? Also, heftig. Ich finde das geisteskrank, Leute. Wie gut sie diese Basis gemacht haben. Das ist so eine Art wissenschaftliches Labor. Irgendwas war auch in diesen komischen Behältern drin. Irgendwas wurde dort gezüchtet und ist geflohen. Irgendwas ist dort ausgebrochen. Ich weiß nicht, was es ist. Wenn wir jetzt mal im Bild weitergehen, dann sehen wir hier noch andere Sachen. Genau, also die Basis sieht sehr, sehr cool aus. Und es soll schon, wie gesagt, die Basis von Magneto sein. Und dann bekommen wir später irgendwann mal auch die mythische Waffe von dem. Als NPC ist er ja schon auf der Map, was ganz cool ist. So, aber das ist noch immer nicht alles. Denn wir haben tatsächlich, Leute, auch noch was richtig Cooles bekommen. Und zwar der Reißende kommt ins Spiel. Eine sehr mysteriöse Person, die bald auf die Fortnite-Insel kommt. Und ich blende euch erstmal ein, wie das Ganze aussieht in eurem Spind, okay? Das ist so ein Typ mit so einem Umhang. Also ziemlich crazy. Ziemlich crazy, sehr mysteriöse Person. Und ich glaube auch, das war die Person, wo Magneto vorhin erwähnt hat, dass irgendetwas Komisches vor sich geht und das und das. Und mit dem müssen wir auf jeden Fall rechnen, dass es viel mit der Storyline zu tun hat. Wir haben auch ein paar Graffitis auf der Insel ja gesichtet mit diesem Reißenden. Und jetzt zeige ich euch mal den Reißenden, wenn er auf der Insel spawnt. Also der wird auf die Insel spawnen. Und so sieht das Ganze dann auch aus. Sehr, sehr cool, wie der spawnt. Also mit diesem Effekt und so. Das ist sehr, sehr besonders irgendwie. Und ja, die Person ist halt mega mysteriös. Keine Ahnung, was dieser Typ hier dann drauf hat, Leute.
Ich kann es euch wirklich nicht sagen, aber er wird eine wichtige Rolle in der Fortnite-Story wahrscheinlich spielen. Ich bin sehr, sehr gespannt. So, jetzt erstmal hier alles einsacken. Ich hoffe, die sind nicht bei mir, sonst bin ich gleich down. Krasse Updates. Wirklich sehr, sehr krasse Updates, die Fortnite hier reingehauen hat. Ich sage euch so, wie es ist. Ich freue mich mega. Weil, wenn Magneto ins Spiel reinkommt, plus noch Fluch der Karibik und der Bunker geht auf. Ja, Alter, was haben wir denn dann für krasse Sachen? Wisst ihr, wie ich meine? Okay, der ist down. Boah. Ich hau mal ab. Ich hau mal ab, Jungs. So, jetzt schauen wir mal. Boah, die sind direkt vor mir. Ich muss aufpassen. Okay, nice. Das waren aber auch Noobs. Wo mir Steps? Okay, hier sind die. Vor mir. Okay, der ist down. Unter mir. Er haut ab. Jetzt hausch ab, gell? Jetzt hausch ab. Jetzt komme ich dir aber hinterher, Bro. Jetzt komme aber ich dir hinterher. Boah, ich muss aufpassen. Nice, der ist down. Let's go. Oh, die Zone. Okay, der ist down. Wo ist der hin? Da ist der Dummy-NPC übrigens. Der Typ ist direkt bei mir. Nee, das Auto ist direkt bei mir. Bro, die sind unten in der, im Bunker. Hör, der Typ ist hier. Bro, ich hab den erst jetzt gecheckt, den Typen. WTF. Ich muss in die Zone, ich schaff's nicht. Oh, jetzt wollte ich die andere Medaille noch mitnehmen. Ah, wo sind die anderen jetzt denn? Die müssen zu mir hin. Der ist fast down. Ja, okay, der ist fast down. Nein! Oh, GG, Leute. Schade, Marmelade. Mann! Och, Mann, Leute. Trotzdem geiles Video. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Haut rein. Bis dann und ciao, ciao.